Indonesien eine formale Protestnote wegen der Grenzübertritte von US-Truppen in Osttimor versandt. Und wenn uns die indonesische Regierung weiter im Kampf gegen den Terrorismus behindert, hat den Dara Dandoa erfolgreich aus Osttimor vertrieben und einzelne Widerstandszellen zerstört. Die Probleme in Indonesien sollen in Kürze gelöst sein. Erhielten US-Truppen für begrenzte Einsätze auf indonesischem Gebiet. Allerdings unter der Leitung... Lambert, was soll ich mit zwei Babysittern? Ich bin doch ein großer Junge. Sam, diesmal müssen wir eng mit den lokalen Behörden zusammenarbeiten. Es gibt eine Verbindung zum Bankkonto von Soft Laptop. Eine große Summe ging an einen Wohltätigkeitsverein. Tarnung für eine syrische Terrorzelle in Jerusalem. Ich wusste, dass der Pinguin ein Wohltäter ist. Weiter? Einzelheiten gibt es, wenn du vor Ort bist, du großer Junge. Jerusalem. Interessant. So, da sind wir jetzt im Heiligen Land. Mal schauen, was wir dort erledigen müssen. Grim ist auch schon da. Hallo Grim. Willkommen in der Heiligen Stadt, der Geburtsstätte von Judentum, Christentum und Islam. Hier haben Liebe und Frieden also ihren Ursprung. Genau, und der Frieden des heutigen Abends. Aufgrund wiederholter Überfälle haben die Behörden eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Die Straßen dürften also leer sein. Super. Klasse. Je weniger Zivilisten, desto einfacher mein Job. Genau. Aus meinen Flashnotes geht nicht hervor, ob wir es mit Shin Bet oder Mossad zu tun haben. Hoffen wir, dass es der Mossad ist. Den Nachrichten aus Fort Meade nachzuurteilen, hat unsere Seite Schwierigkeiten, Antworten vom israelischen Geheimdienst zu erhalten. Warum grinsen Sie? Ich denke an meine Mutter. Wie ergreifend. Sie wollte immer, dass ich eine Pilgerfahrt nach Israel mache. Wenn ich eine Postkarte finde, bringe ich sie Ihnen mit. Sehr witzig. Hat sie uns sonst noch was zu sagen? Wir sehen uns nach getaner Arbeit. Okay. Lass mal, was geht hier ab? Wasser. Das sieht nach einem heiklen Auftrag aus. Brampton verhandelt mit dem lokalen Geheimdienst. Dem Mossad? Viel besser. Shin Bet. Ich bekomme Gänsehaut. Wen sollen wir foltern? Niemanden. Zuerst einmal solltest du dir dein SC-20K besorgen. Wäre es sinnvoll, es mir einfach zu geben? Wir mussten den Lauf überarbeiten lassen. Nur ein Mann in der Gegend war dazu in der Lage. Ein alter Waffendealer und CIA-Freund. Er arbeitet im Hinterteil eines kleinen Ladens. Er wartet auf dich. Details auf deinem Offset. Okay, da ist einer der Bullen. Du verhängst mir keine Ausgangssperre. Ich komm jetzt und leg dich schlafen. Du hast dir eine Auszeit verdient. Hallo? Und schlaf gut. Da war ja Sam Fischer. Warum ist hier die Tür offen? Muss ich da rein? Na super. Schließ doch die Tür, wenn du zu Hause bist. Hui. Geschafft. Okay. Jetzt gleich mal weiter. Oh, Bulle! Scheiße. Da bewegt sich was. Ja, dann komm und geh gucken, wenn sich da was bewegt. Halt's Maul! Bam. Hoffentlich ging der Funk nicht durch. So. Dich lege ich hinter die Kisten. So. Perfekt, weiter geht's. Ist hier einer? Nein? Was geht hier vor? Aha. Doch. Wo ist der?
Da ist er. Komm zurück. Ach, dann halt nicht. Drei Personen, zwei Unschuldige, ein Bulle. Okay. Da sollte kein Problem sein, wenn ich mich hier entlang schleiche an der Mauer. הם כבר לא שולטים בכלום. אתה חושב שתהיה עוד התקפה הלילה? אני לא יודע, אבל עדיף שלא נשאר באזור העיר העתיקה. אני יודע. Ich verstehe alles. אשתי ואני חושבים לעבור חזרה לתל אביב. נראה שהמצב פחות מסוכן שם. אתה באמת חושב כך? אין מקום מסוכן. Sieht das mal überhaupt nicht anhört wie Arabisch. Ich habe nämlich auch ein paar arabische Kumpels und wenn die reden, dann denkst du, die schreien sich an. Malacham, malacham, malachana. So reden die, das ist echt extrem. Und das war ja mehr Französisch. So. Da ist auch einer gewesen. Okay. Licht aus. Hier können Sie nicht bleiben. Gehen Sie nach Hause. Lassen Sie mich noch meinen Orangensaft austrinken. Sie können die Nacht im Gefängnis verbringen, wenn Sie möchten. Okay, ich gehe ja schon. Ich sagte sofort. Lichter aus, Lichter aus. Da ist der Typ. Verdammt, er kommt. Lauf vorbei. Ey, du sollst doch nach Hause gehen und nicht eine Zigarette rauchen. Dein Pech, dass du nicht auf die Polizei gehört hast. So, erledigt. Da ist der andere Bulle gewesen. So sehe ich doch schon viel besser. Hier ist genug Platz für dich. Perfekt. Das Licht. Egal. Hier kann ich dich so lange hinlegen. Mach mal noch das Licht aus. Perfekt. Jetzt bist du schön versteckt. Alles klar, kümmern wir uns um den Bullen. Wo ist er denn? Da. Wer war da? Ja, ja, komm. Was geht hier vor? Geh suchen. Jetzt ist nämlich überall dunkel. Mein Opfer. Muhahaha. Wo läufst du denn hin, Mann? Wie da vielleicht niemand ist. Ja, nicht. Ja, genau, es war niemand. Da ist er. Halt. Folgen wir ihnen ein kleines Stückchen. Hier sind wir auch noch im Dunkeln. Und schlaf gut, mein Freund. Hast du irgendwas dabei? Nein, du bist hier gut im Dunkeln, alles klar. Mir scheint's, wir müssen hier lang. Da unten wird... Wir wollen nur die Waffen und das Geld, Saul! Wir würden auch dein Leben nehmen, aber wir brauchen es nicht. Wir haben keine Wahl. Sie müssen sterben. Wir werden... Nein, da bin ich dagegen, ganz ehrlich. Lass ihn los. Na gut, dann muss der wohl dran glauben, sorry. Und schlaf gut. Ah, das ist meine Kontaktperson. Hey, alles in Ordnung. Sind Sie Saul Berkowitz? Gott sei Dank, Sie kommen im richtigen Augenblick. Sie sind Mr. Bruntons Mann, oder? Wer waren die? Diebe. Normalerweise traut sich niemand an mich ran. Schon gar nicht in meinem Laden. Ich sollte ein paar Anrufe tätigen. Sie haben etwas für mich? Ja, nur eine Kleinigkeit verglichen mit dem, was ich Ihnen schulde. Ja, geil. Ich bekomme mein Gewehr. Und was machst du mit den Leichen?
Da ist es. Perfekt. Ja, mit den Ringgeschossen, mit den Tasern und mit dem Gewehr. Gut. Fühlst du dich besser mit deiner Waffe in der Hand? Viel besser. Danke. Dein nächstes Ziel heißt Dahlia Tull. Brandon? Miss Tull ist eine Shin-Bet-Agentin, die bei lokalen Terrorzellen eingeschleust wurde. Durch sie wissen wir mehr über die Terrorverbindungen des Norman Soth. Das ist eines der interessanteren Bröckchen aus Soth's Laptop. Finde Dahlia und sprich mit ihr. Infos auf dem Upset. Der hat mir aber noch was zu erzählen, habe ich gesehen. Sie haben Änderungen daran vorgenommen? Wenn Sie es mal probieren möchten. Ich kenne ein diskretes Plätzchen in der Nähe. Ah, okay. Also ich folge dir. Lauf voran. Aber ich muss aufpassen, dass nicht noch mehr Bullen hier irgendwo sind. Na super. Entschuldigung, können Sie mir sagen, wann die Ausgangssperre endet? Keine Ahnung, es gab heute Morgen einen Zwischenfall im Christenviertel. Was Ernstes? Sehr ernst, aber nicht so schlimm wie letzte Woche. Das reicht jetzt. Mein Gott, diese Stadt wird immer gefährlicher. Okay. Da ist jemand. Komm. Komm und hol. Ja, guck nach, meine ich. Komm und hol mich. Ja? Komm rein. Komm unter mich. Hey! Du blöder Sack, komm rein! Ah, oh, wie mich das immer ankotzt. Oh, jetzt kommt er doch. Nein! Nein, 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 nein! Oh, war das knapp. Komm schon. Und... ciao. Zur Hölle. Was? Das... kann doch nicht sein. Du wirst dafür bezahlt, unsichtbar zu sein. Nein, ich hatte es. Ach komm. Kann ich nicht mehr von oben angreifen, oder was? Ah, fick dich doch, wie schön ich das alles hatte.